Gehört denn Angela Merkel in den Bundestag? Nein, nein. Ja, ich sag mal so. Natürlich brauchen wir auch für so ältere Damen eine Restverlagerung, das ist klar. Ja. Ein quasi ein seniorenhaftes Endlager. Ich sag mal so, natürlich brauchen wir das. Klar. Und es ist doch auch vollkommen klar, dass auch für die Inklusion da noch einiges getan werden muss. Ich sag mal so, das ist ja logisch. Aber nein, das sehe ich nicht so. Ach, wissen Sie was? Machen Sie Ihre Arbeit richtig. Das ist doch juristischer Dilettantismus. Ich sage es Ihnen. Ja, das ist doch juristischer Dilettantismus. Entschuldigen Sie bitte. Ja, lesen Sie erstmal den Ausschuss richtig und dann kommen Sie wieder. Ich bitte Sie. Ja. Und ich gehe jetzt mit meinen 25-jährigen Kumpels schön Bier trinken in unserer WG-Gemeinschaftsküche. So. Husch, husch. Machen Sie, dass Sie da fortkommen. Ja, Freunde. Der Philipp Amthor, ne? Was ist der größte Fehler, den Leute bei Philipp Amthor machen? Hey, Philipp, du bist doch voll jung. Müsstest du nicht dann voll der krasse Reformer sein? Ich meine, du bist doch voll jung. Irgendwie fehlt mir das. Ja, ziemlich Überraschung, dass der jung ist. Aber das ist genau der Denkfehler, zu sagen, dass nur weil jemand jung ist, dass er deswegen irgendwie krass aufbrechen müsste oder sowas. Denn natürlich ist das so, dass im Schnitt junge Leute quasi eher Sachen aufbrechen wollen, nicht konservativ sind und so weiter und so fort. Aber Philipp Amthor stellt nicht den Schnitt dar, der stellt nicht den Querschnitt der Bevölkerung dar. Ganz im Gegenteil, um so jung in den Bundestag zu kommen, musst du noch spießiger sein als jeder 50-Jährige. Du musst noch geradliniger sein, also nicht charakterlich, sondern geradliniger in Form stehen. Du musst ein wandelnder Lebenslauf sein, um da reinzukommen. Da darf nicht einige einfache Sachen fehlen. Und Philipp Amthor war auch niemand, der mit 16 irgendwie kiffend irgendwo rumgesessen hat und irgendwie Yo, Hip-Hop und Gangster-Rap mit so schiefen Caps gehört hat. Ich finde Leute, die mit Caps tragen, sowieso super unseriös. Aber der Punkt ist, das war er nie. Philipp Amthor wird wahrscheinlich schon mit 14 oder so wie ein kleiner Erwachsener gewesen sein. Und dann mit 12 schon. Ja? Und das muss ja auch sein, weil sonst kommst du gar nicht so weit. Das ist ja das, was die Leute denken. Sie sehen immer nur das Endprodukt und sagen, okay, das ist jetzt ein Politiker. Aber es ist ja quasi ein ganzes System, damit du auch so weit kommst. Ja? Das heißt, wenn du mal in einem Jugendverein bist, so, dann, ja, was heißt in einem Jugendverein? In zum Beispiel in der Jungen Union oder so, und gehst da hin und engagierst dich ein bisschen, ja. Dann musst du von deinem Auftreten her so auftreten wie die schon Etablierten, damit die überhaupt Bock auf dich haben. Ja, und wenn du dann mal mit einem, von irgendeinem Ortsverband oder sowas, mit jemandem redest, der dir vielleicht jemand Größeren wiederum vorstellt, dann musst du dich gut mit dem stellen. Das heißt, du musst schon ein bisschen gestriegelt und geleckt sein, du musst von deinem Auftreten her so sein und das kannst du nicht dein Leben lang faken. Das heißt, du musst schon der spießigste, angepasste Typ überhaupt sein und zwar noch mal mehr, weil du ja so jung bist und die Leute dir quasi präventiv schon nichts zutrauen. Also musst du noch eine Schippe drauf in dieser Etikette, in diesen Manieren machen. Und das ist, was die Leute immer vergessen. Das fängt schon ganz früh an. Das ist schon von ganz am Anfang. Bis sie zum Bundestag kommen, durchläuft es ganz viele Stationen. Ich kann nicht in einem Ortsverband hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, dass irgendein Typ, der schon ein bisschen dort arbeitet und mich vielleicht mal einem Landespolitiker vorstellt, dann kann ich nicht zum Landespolitiker gehen und sagen, yo, Brudi, was geht? Nein, wenn ich so rede, wenn ich so eingestellt bin, so jugendlich, dann sagt er sofort, verpiss dich. Und dementsprechend muss Philipp Amthor spießiger sein, obwohl er 25 ist, als jeder alte Knacker, um so weit zu kommen. Das ist das System, das das quasi erfordert. Ja? Und das ist der größte Denkfehler, den Leute machen, wenn sie eben sagen, oh, der ist jung, der müsste so und so sein. Und du könntest es eher erwarten, dass jemand Reformer ist, wenn er zum Beispiel, weiß nicht, 31 ist und vielleicht als Quereinsteiger reingeht. Das geht. Aber alles andere wäre absurd, sich das so vorzustellen. Und das müssen die Leute verstehen, wenn wir von Philipp Amthor reden.
Aber trotzdem, er vertritt die jungen Leute und die Jungen der Sprache und bla bla bla. Ach komm. Lutsch mein Schwanz.